Schichtbeginn in der Emma 48. Eine kleine Stärkung am Morgen und schon geht es an die Arbeit. Und es wartet, sprichwörtlich, tonnenweise Arbeit auf die Jungs der Wiener Müllabfuhr. Aber heute ist etwas anders. Der Zug der Spezialeinheit für Müllentsorgung wird um einen Bürgermeister erweitert. Und zwar um den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Mit der Krone schlüpft der Top-Kandidat der SPÖ für die Wienwahl einen Tag in den Berufswunsch seiner Kindheit. Ich finde es beeindruckend, was die M48 leistet in unserer Stadt. Und das hat mir immer schon sehr gefallen, dass es Menschen gibt, die den Mist wegräumen und schauen, dass Wien eine der saubersten Städte weltweit ist. Und wir sind das so gewohnt und nehmen das so hin als alltäglich. Aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut und bemerkt, was das für eine anstrengende Tätigkeit ist und wie sich die Kollegen jeden Tag bemühen rund um die Uhr, das bei uns schön ist, das hat mich immer schon sehr imponiert. Wie viel Arbeit hinter der von uns gewohnten Selbstverständlichkeit steckt, das wird der Bürgermeister bald selbst erfahren. Doch vorher gibt es noch eine Einschulung. Vorsicht ist geboten beim Hantieren mit den schweren Maschinen am Heck des Müllwagens. Probelauf. Das ist jetzt 240 Liter Volumen. So hängt er richtig. Jetzt geht's. Kleine Korrekturen durch die neuen Kollegen, doch dann geht es schon ab auf Wiens Straßen. Diese vier unbesungenen Helden sagen vollen Mülltonnen den Kampf an. Und der Bürgermeister muss ganz schön laufen. Keine Schonung für den Mann aus dem Rathaus. Ja, es war anstrengend. Es ist körperlich anstrengend. Man muss ja wirklich sehr aufpassen, weil es gibt viele Möglichkeiten, sich auch weh zu tun. Man muss sehr aufpassen, dass man nichts beschädigt, wenn es ganz eng ist, nicht bei Autos wo ankommt. Man muss schnell sein, damit man den Verkehr nicht behindert. Es ist schön, auch mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die manchmal sogar warten, dass man vorbeikommt. Und von daher ist es eine anstrengende, aber eine sehr schöne Tätigkeit. Und was sagen die Kollegen zu Ludwigs Müllentsorgungsperformance? Weltklasse. Gute Antwort. Also er ist sehr umsichtig, er passt auf alles auf, wirklich. Also er hört, wenn man was sagt, also es ist überhaupt kein Problem. Wirklich, man kann zufrieden sein. Also, man wünscht sich immer so einen Kollegen. Ein Naturtalent also, der Michael. So erledigt er auch im Alleingang die Doppeltonnen-Kombo. Werden wir gar einen Karrierewechsel bei dem 59-Jährigen sehen? Naja, das werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Am 11. Oktober Liste 1 würde ich vorschlagen. Wenn nicht, dann komme ich zu euch. Nein, aber ich lade dich also, zu mir mal und mach mit mir einen Tag im Rathaus. Ja, aber gar im Hintergrund. Doch bis es soweit ist, fahren und schleppen sie weiter für ein sauberes Wien. Die Helden im Hintergrund, die Männer in Orange.